Ja, Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part mit Sigmar Olmütz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe den letzten Test gegen Austrevin übersprungen, war ein unspektakuläres 1:1 und jetzt haben wir 6 Tage Zeit, um uns wieder auf die Liga vorzubereiten. Es geht also wieder los. Wir haben in der Vergangenheit jetzt 2 Spieler verkauft, und zwar den Navratil, der rechts außen war, und den Javier, der links außen war, die ja beide schon ein bisschen über den Zenit waren. Javier kann man so als Fehlkauf ein bisschen abstempeln, hat leider nicht performt im Vergleich zu seinen Konkurrenten um die Position. Und Navratil war halt einfach wahnsinnig teuer, auch wenn er gut war. Aber ich wollte jetzt keinen 32-Jährigen oder 33-Jährigen sonderlich teuer verlängern. Dementsprechend habe ich mich dazu entschieden. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir am 29. Jänner sind. Wir haben noch ein bisschen Zeit, theoretisch. Jetzt schauen wir mal kurz, wie lange das Transferfenster offen ist. Aber ich glaube, recht lang. Wo haben wir es denn? So, hier unten haben wir es. Bis 22. Februar Kaderregistrierung und ja, Transferfenster auch. Das heißt also, kurz gesagt, hier unten sehen wir es, dass wir jetzt noch fast einen Monat Zeit haben, um Spieler zu verpflichten. Was ganz wichtig ist, ist, dass die Spielbelastung jetzt aktuell nicht so groß ist. Wir haben nur 2 englische Wochen. Eines davon ist eine Pokalpartie, das heißt, sollten wir da weiterkommen, könnte sein, dass natürlich noch eine englische Woche kommt. Aber das heißt, das ist jetzt nicht vergleichbar mit dieser heftigen Belastung, die wir im Herbst hatten. Das heißt, wir müssen die Positionen jetzt nicht überbesetzen. Aber der Kader steht soweit ja ganz gut. Wir müssen nur schauen, dass wir auf diesen Positionen, auf der Flügelposition, noch jemanden holen. Denn da haben wir als Backup momentan nur Martin Kostal, der ist halt ein Spieler für die Breite, ist okay, aber da hätte ich gern irgendwie noch mehr Qualität. Votanel, für mich die Entdeckung der Hinrunde, mit 3 Toren und 2 Assists bisher richtig gut performt, und Sip als Megatalent, der muss sowieso jede Menge Spielzeit bekommen, hat auch schon 4 Assists gemacht, also da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben ja den Emanuel noch zurückgeholt, von dem ich mir auch einiges erwarte. Ich finde, dass der einfach ein sehr, sehr gutes Talent ist. In welche Richtung trainieren wir den jetzt? Flügelspieler rechts außen, genau. Wobei der halt durchaus auch die Stürmerposition abdecken könnte. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen voran. Gibt es hier noch irgendwas? Genau, Schittil, der hat uns ja mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte und die Optionen sondiert. Aber das ist erst Ende 2024. Da können wir überlegen, ob wir den vielleicht im Sommer zum Geld machen, wenn das gelingt. Mal kurz, wenn ich ihn anbiete, wäre er sehr interessiert, mit anderen Vereinen zu sprechen. Das könnte man im Sommer machen, weil im Sommer kommt ja Kubala und Václav Katlec. Dementsprechend könnte man den im Sommer tatsächlich zu Geld machen. Das wäre wirklich nicht so verkehrt. So. Also wie gesagt, man sieht es ja, es war ein Duell auf Augenhöhe. Es war jetzt nicht sonderlich aufregend. Glaube ich, ganz gut, dass wir das übersprungen haben, damit wir da ein bisschen schneller vorankommen. Ja, jetzt sind wir momentan nur auf Platz 8. Wir haben dann das direkte Duell gegen Stade Mesto jetzt als nächstes. Wir müssen natürlich schauen, dass wir da oben jetzt dranbleiben, ins obere Playoff kommen. Das wird so die Hauptaufgabe für die nächsten Parts, dass wir ordentlich Punkte sammeln, um eben unser Saisonziel zu erreichen. Nach Stare Mesto müssen wir gegen Sparta Prag ran. Das wird natürlich auch nicht ganz so einfach. So, was haben wir noch? Für die zweite Mannschaft. Wen könnte man noch verfügbar machen? Ventura braucht Spielpraxis. Chiefchak braucht Spielpraxis. Endrich könnte man theoretisch auch nehmen als Ersatzkeeper. Bastil und Grabka lassen wir mal. Gut. Pulolo war einer der besten Spieler, den wir aktuell verliehen haben. Da läuft ja auch der Vertrag, glaube ich, aus. So ist es. Werde ich aber, glaube ich, nicht verlängern. Die bieten dem hier ein Probetraining an. Gut, kein großes Talent. Können wir machen. Und die bieten Matej Polida einen Vertrag an. Links-Mittelfeldspieler. 57.000. ist das Angebot. Das wäre zum Beispiel einer, den ich mir durchaus auch einreden lasse. Der ist auch erst 23 Jahre alt. Berlin an Jablonec, Trinity Zlin. Das ist halt auch wieder einer, den wir erst ab Sommer kriegen würden. Wir brauchen noch irgendwen für die Winterpause. Hussein Balic, der Österreicher. Der wäre gar nicht so uninteressant. Das Problem ist, glaube ich, am ehesten sein Gehalt mit 250.000, nicht günstig, aber man sieht, dass es sein
Größtes Plus ist auf jeden Fall das Tempo. Könnte theoretisch auch Stürmer spielen. Die Frage ist, was will er denn haben? 212.000 bis 284.000, da müssen wir über die Gehaltsforderungen sprechen, aber da geht er nicht runter. Damit wird er wahrscheinlich nicht ganz so interessant sein für uns. Wir können mal in den Medien sagen, dass wir durchaus Interesse an ihm haben. Ich denke, er ist ein guter Spieler, mehr will ich im Moment noch nicht dazu sagen. Und hier das Gerücht. Balic soll auch sehr interessiert sein und seinen Berater beauftragt haben, dass er den Wechsel zu uns quasi vorantreibt. Gibt es da sonst noch jemanden für den Flügel? Polidar, den haben wir eh schon. Und David Duris. Ja, auch der ist sehr interessant. Starspieler beim MSK Žilina, verdient dort aber nur 52.000. Bohemians und Feher war sind dran. Zielstrebigkeit ist super, das Alter ist super, kann rechts und links spielen. Was sagt der Berater da? 400.000 und 40.000, okay, seine Gehaltsvorstellungen sind super. Ich würde sagen, wir werden da jetzt mal probieren, den vielleicht zu bekommen. David Duris. Gewinnbeteiligung 10%, packen wir noch rein und wir gehen auf, ja, mal auf 50.000. 700 fordern sie, aha. Dann gehen wir auf 100 und dann nochmal auf Ratenzahlungen vielleicht. Über die nächsten 3 Jahre kriegen sie dann nochmal 125. Die nächsten 3 Jahre ist vor allem gar kein schlechter Deal, weil ich glaube, länger als noch 1,5 Jahre werden wir nicht beim Club sein. Dann soll sich der zukünftige Manager drum kümmern, wie das gezahlt wird. Das wären 400. Gehen wir weiter runter, weil ich möchte eigentlich nicht 400 bezahlen. 150, 150. Okay. Gehen wir nochmal auf 150, 150. Aber vielleicht können wir das noch ein bisschen einschränken, dass er quasi nach 10 Ligatoren kriegen sie nochmal 75.000. Okay, jetzt haben sie hier noch was reingepackt. Nach 10 Ligatoren 90, nach 50 Ligaeinsätzen 60. Pro Ligaeinsatz kommen wir dann auf 30, okay. Grundsätzlich okay. Aber wir müssen schauen, dass wir da runterkommen. 50. 50. Gehen wir mal hier runter auf 100. Der Rest passt mir. Ah, sie sind nicht ganz zufrieden. Gehen wir ihnen noch eine Gewinnbeteiligung von 15% und schicken das Angebot mal ab. Schauen wir mal. Weil der wäre schon ganz interessant und da ist auch klar, dass der teuer ist. Man darf halt nicht vergessen, dass man dafür dass die Situation hat, dass er wenig Gehalt frisst. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. So, Balic sprang sofort auf die Geschichte auf. Also der würde ganz gerne. Jan Kutny wechselt jetzt, dieser junge Torhüter. Er hat schon Lust. So, Rafael Safo. Der würde jetzt kommen. Das ist die nächste Geschichte für den Sommer. Da gehen wir einfach das Risiko ein, dass wir den jetzt einfach mal leihen und eventuell dann für den Sommer verpflichten. So. Ja, da sehen wir, dass der nicht gut genug ist. Aber wir zahlen nichts für ihn. Also im Endeffekt ist es jetzt kein Risiko. Nicht optimal, die Fans auch nicht wirklich glücklich. Ja, zwar super viel Potenzial noch, aber ja. Dennis Ventura verletzt, es geht schon wieder los. 2 bis 4 Wochen. Hat nicht mal was mit dem Spiel zu tun, mit dem Spiel für die zweite Mannschaft, das wir ihm eigentlich geben wollten. So. Lautaro Rinaldi, die haben für eine viermonatige Leihe angefragt für den. Das wäre auch einer, den könnte man theoretisch für den Sommer holen, schon als Nachfolger für Chief Chuck, den wir ja verkaufen müssen. Oder Schittil war es, Schittil, genau. Aber da haben wir jetzt E2 geholt. Wir müssen es nicht übertreiben. Pater Prag, einfach mal so 3,5 Millionen ausgegeben. Immer weit entfernt. Die versuchen jetzt, den hier zu bekommen, 25-jährigen Torhüter, Sparta Prag, ernsthaft? Ich meine, wäre super, wenn wir den von der Gehaltsliste kriegen mit 42.000. So, die holen sich jetzt tatsächlich Rinaldi. Keine Klauseln oder irgendwas drinnen. So, die haben jetzt darauf reagiert. Insgesamt 475.000 ist mir persönlich zu viel. Gehe hier nochmal runter, also ich möchte auf unter 400.000 kommen.
Das nehmen sie jetzt an. 4,25. Ich nehme das jetzt an, weil David Duris, das ist halt wirklich ein Kracher. Schauen wir mal, ob wir ihn auch wirklich bekommen. Die B-Mannschaft gewinnt 6:3. Unser Sturmtalent Roman Mokrowitz mit einem Hattrick. So, Duris ist interessiert. Stammspieler passt auch. 88.000. Nicht länger als 2 Jahre und Ausstiegsklausel. Aha. Gut. Die Ausstiegsklausel würde ich mal streichen. Dann würde ich noch eine Option auf Verlängerung reinpacken und dafür kriegt er 93 und der Berater auch ein bisschen mehr. Ja, sonst machen wir es einfach mal so. Bis 2025 unterschreibt er. Bevor der Wechsel jetzt platzt, gehen wir immer ein bisschen nach. Das Gute ist jetzt ja, dass im Großteil der anderen Ligen jetzt schon das Transferfenster schließt normalerweise. Kontostand im Minus. So, die haben jetzt Magic verpflichtet, das heißt, da sparen wir uns das Gehalt von unserem ehemaligen Torhüter. So, monatlicher Bericht des Leistungsanalysten. Weit überdurchschnittliche Statistiken für die Defensive hat Dongo, ebenso Pokorny. Überdurchschnittliche Leistung in der Offensivarbeit. Unsere Defensivzahlen verlangen nach einem zweiten Blick. Viele geblockte Schüsse, aber wenig geklärte Bälle. Okay. Das heißt dann, dass wir wahrscheinlich die zweiten Bälle halt immer wieder verlieren. Und was ist bei den Pässen? Ordentliche Anzahl unserer Pässe kam in diesem Spiel an. Ja gut, gegen die Austria brauchen wir jetzt nicht unbedingt groß analysieren. Oh, toller Innenverteidiger, den wir scouten können. Bester des Defensivspieler. Beste Defensivmannschaft. Genau unser jetziger Gegner. Spieler der Saison. Der ist stark. Talent der Saison und Trainer der Saison bin ich natürlich nicht dabei, war klar. Aber 2 Überraschungen, auch ganz cool. Keiner von den Großen. Slama mit einer Lebensmittelvergiftung, also momentan haben sie echt alles, was da irgendwie zusammenkommt. Ich bin gespannt auf Moses Emanuel, den wir ja zurückgeholt haben von seiner Leihe, wie der sich entwickeln wird. Weil da haben wir ja auch geschaut, dass wir den vielleicht für rechts außen aufbauen. Die Ghana wechselt jetzt zu Sparta Prag. So, Duris bestätigt Wechsel zu uns. Das ist schon mal ausgezeichnet. Wen haben wir hier? Rechtsverteidiger aus Griechenland. Nicht sonderlich defensiv stark. Sein größter Bonus ist die Vielseitigkeit. Er möchte sowieso seine Optionen offen halten. Ich finde ihn ganz interessant, deswegen packe ich ihn mal auf die Auswahlliste. Ratschläge ignorieren wir. Die Bohemians mit einem Angebot für Slama abgelehnt. Aber der kriegt nur 20.000. Den sollten wir auch echt verlängern, glaube ich. Zwischen 29.000 und 40.000 sind seine Vorstellungen. 4 Jahre. Hammer. 39.000, damit hat er sein Gehalt verdoppelt. Also er freut sich, ich freue mich auch. Alle freuen uns. So, Pavlicek, nächster Junge, der nicht wirklich viel Potenzial hat. Ja. Verteidigung kriegen wir keine ran. So, Vanik Ostra war jetzt an Libor Holik interessiert. Und David Duris wechselt jetzt zu uns. Das ist halt eine richtig coole Geschichte. Und vor allem, der kostet jetzt 98.000, wenn man das vergleicht mit Navratil und vor allem auch mit Xavier. Dann haben wir uns auf jeden Fall gut verstärkt, meiner Meinung nach. So, jetzt müssen wir schauen. Registrierung ist zum Glück kein Problem. Wir werden echt noch viel frei haben. Duris nehmen wir dazu. Und der Rest ist so jung auch, dass wir da gar nicht viele Plätze brauchen. Wir haben generell jetzt noch einige Trikotnummern zu vergeben. David Duris bekommt die 8. Ja, und die restlichen Spieler sind hauptsächlich junge Talente, die bekommen halt hohe Nummern. So, dann begrüßen wir den Duris noch schnell. Hat einen Marktwert von 120 bis 475.000, aber er hat super Bewertungen. Also der wird uns auf jeden Fall ordentlich verstärken. So, Kevin Huna. Ich überlege gerade, ob wir da nicht trotzdem versuchen sollten mitzugehen. Aber da zahlt man wahrscheinlich eine Ausbildungsentschädigung, oder? Okay, der ist momentan eh nicht interessiert. So, Roger, das war ja der Brasilianer, wo wir auch schon mal dran waren.
Beganovic, der junge Bosnier, verriet mittlerweile. Ich weiß nicht, ob er seinen Vertrag verlängert hat oder ob der sowieso noch gelaufen wäre. Und Smekal, ja, den können wir, glaube ich, streichen. Gut, Radim Breite trainiert nicht gut. Den kritisieren wir gleich. Dafür Donnerleck, Drück und Sip, also genau unsere jungen Talente, die hier super trainieren. So, wie schaut das? Jetzt werden wir die Partie hier, diese wichtige, angehen. Okay, also der Vorstand erwartet ein Unentschieden, aber sie gehen davon aus, dass Darim Aistu gewinnen wird. Auch schön. Dieser Optimismus beim Vorstand. So, der geht weg. Slama trainiert wieder, das ist gut. Der geht auch weg, wie gesagt. Nächster langzeitverletzter Wadenbeinbruch und das von einem Megatalent. 5 bis 6 Monate. Ich rede mal mit ihm. Okay, leicht positiv hat sich verändert. Optimal ist das Gespräch nicht gelaufen. Schäbal kann spielen, das ist auch wichtig, weil er spielen muss. Slama ja nicht so wirklich fit. So, Krapka, Dongo, Pokorny, das passt mal. Dann haben wir Vrastil auf der Bank und ja, ist jetzt die Frage, wen wir da noch mitnehmen. Müssen wir sowieso jetzt mal ein bisschen organisieren. Wir hatten der Rest aus Breite und Ikedi. Das ist jetzt eben die Frage. Dadurch, dass Ventura auch verletzt ist, spielt sowieso Breite. Die Frage ist eben, ob Ikedi oder Sedlak. Aber da können wir dann eh wechseln. Vatal nehme ich noch mit für Tijani. Dass wir hier auf die eigenen Spieler setzen. So, dann haben wir zentrales Mittelfeld einen. Dann nehmen wir noch mit den David Duris. Den Martin Kostal. Tja, und jetzt haben wir keine Stürmer mehr. Müssen wir den Slamena mitnehmen. Ich meine, die können ja alle irgendwie Stürmer spielen. Die Jungen kein Thema. Safru brauchen wir jetzt auch nicht mitnehmen. Und ja, 4 verletzte Spieler mal wieder. Es ist großartig, wirklich. Gut. Die Frage ist eben noch, ob Schwattal oder Krapka. Aber wir sehen, die Spielbelastung ist bei Krapka gering, bei Schwattal hoch. Deswegen passt der Deal jetzt vielleicht so nicht so schlecht. Sip und Votanel und der David Duris, unsere Neuverpflichtung, der wird dann wahrscheinlich heute trotzdem mal sein Debüt feiern. Und unter der Woche haben wir dann erst Duell mit Sparta Prag, da müssen wir sowieso wieder ein bisschen rotieren. So, also als Underdog sollen sie heute eine Leistung abliefern, die die Fans anstachelt. Hier sehen wir die Gegner. 4-2-3-1 System, wirklich kennen tun wir, glaube ich, niemanden. So, sind wir ein bisschen weiter ran. Brandner mit dem Pass in die Tiefe, der ist super gespielt. Und Stanek mit einer Glanztat, der zieht ihn dann noch aus dem Eck. 2. Minute beinahe. Der frühe Rückstand für unsere Mannschaft. Jetzt nochmal aufpassen bei der Ecke. Stanek ohne Probleme. Sehr gut. Stark unsere Nummer 1 hier. Aber der Abschlag ist halt... Naja. So, Jitil auf Chiefchak. Gelingt es uns jetzt auch mal gefährlich zu werden. 8. Minute, sieht so aus. Chiefchak auf rechts und da kommt Jitil, der Sip anschießt. Großartig. Schäbal mit einem guten Tackling, aber sie bleiben im Ballbesitz. Gut gespielt. Aufpassen auf den Rückraum, da ist kein Mensch, aber Breite, passt auf. Und Votanel wird hier mit dem Foul gestoppt. Das muss eigentlich gelb geben. Gibt es aber nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein taktisches Foul ist, um einen Konter zu unterbinden. Odongo mit dem guten Pass auf Schittil, der sich fallen lässt. Votanel mit dem Pass in die Tiefe auf Chiefchak. Muss gerade ein bisschen verzögern. Wird hier gefoult. Nee, wieder nicht. Schade. Aber er holt ihn sich wieder. Votanel und Schittil mit der Riesenchance. Gut gemacht von Votanel hier.
Also wir haben jetzt leicht mehr Ballbesitz und strahlen auch ein bisschen mehr Gefahr aus. Krapka muss jetzt aufpassen. Boah, was für ein Einsteigen, aber fair. Und super aufgepasst von Krapka, aber der prallt wieder genau zum Gegner. Das ist auch das, was wir in den Statistiken gehört und gesehen haben vorhin. Viele geblockte Schüsse, aber wenig geklärte Bälle. So würde ich zumindest eben verstehen, dass du zwar in der Lage bist, diese Schüsse zu verhindern, aber nicht in der Lage bist, dann selbst die Kontrolle des Balles zu erlangen. Die spielen das richtig gut. Was für eine Tat schon wieder von Stanek. Der hält uns da in der Partie. Und wieder faul. Und jetzt wäre es echt mal angebracht, dass er da eine gelbe Karte gibt. Ja. Das kann man wahrscheinlich eben auch als normales Foul und nicht taktisch werten. Und damit ist es dann halt keine gelbe, weil es da nicht hart genug war. Oh, Ikedi mit dem Pass in die Tiefe. Chiefchak zögert da. Ich weiß nicht, ob er vielleicht zurückgezogen hat, weil er vermutet hat, im Abseits zu stehen. Gut von Votanel. Es ist echt eine spannende Partie. Sehr umkämpft. So, Breite auf Schittil. Ikedi auf Chiefchak. Wieder Schittil. Links raus auf Jakim Sip. Die Flanke ist gefährlich. Nochmal Sip auf Schittil. Votanel. Boah. Nicht schlecht. Also auch uns gelingt es hier für Gefahr zu sorgen. Was macht Stanek? Ja. Wieder zu leicht verschenkt. Und das wird wieder gefährlich. Super aufgepasst von Bocconi. Aber eben auch hier wieder. Wir klären wieder so, dass der Gegner weiterhin gefährlich sein kann. Stanek mit dem Abschlag. Die landen irgendwie echt immer beim Gegner. Müssen wir schauen, dass der kurz abspielt, glaube ich. Breite, Ikedi. Boah, das war gut gemacht, aber der letzte Pass kommt nicht an. Idil hätte ihn vielleicht selbst mitnehmen können und Richtung Tor ziehen. Der Dongo muss da Ruhe reinbringen. Krapka mit dem Fehler. So, Votanel, kannst du ein bisschen Ruhe reinbringen? Ja, sehr gut. Es ist echt eine spannende Partie. Also als neutraler Zuseher ist das, glaube ich, ganz cool anzusehen. Breite. Sip. Okay. 6 zu 8 Schüsse, Expected Goals wäre ziemlich ausgeglichen. Okay, die wird jetzt müde. Das war Abseits. Also unser bisher stärkster Mann ist Danek im Tor. Votanel hat ihn wieder. Der ist auch sehr bemüht heute. Oh, der Pass ist super. Chiefchak mit der Riesenchance und die lässt er sich nicht entgehen. 43. Minute, wir gehen in Führung. Schöne Geschichte. Super, dass es geklappt hat. Hier sehen wir es nochmal. Breite. Dann startet Chiefchak und Breite spielt diesen Pass perfekt. Chiefchak nimmt ihn auch gut mit und lässt dem herausstürmenden Torhüter hier keine Chance. Und damit gehen wir in Führung und würden aktuell in der Tabelle eben auch unseren heutigen Gegner Stade Mesto überholen. Dementsprechend ist das so wichtig. Weiter so. Ich werde nur, glaube ich, jetzt mal den Krapka rausnehmen und den Schwatterl bringen. Damit wir dann mit der gelben Karte nichts riskieren. Ikedi wäre dann ein zweiter Wechselkandidat wegen der Müdigkeit. Aber schauen wir mal weiter. So, Radim Breite. Der Pass in die Tiefe, der ist, ja, bemüht, aber das war es auch schon.
Breiter mit der Ecke, 48. Minute. Ah, Pokorny. Bringt die Flanke in die Mitte. Votanel. Ganz wichtiger Ballgewinn. Votanel gefällt mir gut heute. Weil er auch hinten sehr, sehr viel mitarbeitet. Da jetzt aufpassen, dass wir keinen Ball verlieren. Gut von Schwartal. Der hier auf Nummer sicher geht und dann Stanek mit dem Riesenpatzer. Also dem liegt das Spiel mit dem Ball halt echt nicht, muss man wirklich sagen. 49. Ecke, Stare Mesto. Das erste geklärt. Rausrücken, Jungs. Kein Problem für Danek. Soll man sie loben? Ich weiß nicht. Dafür ist die Partie, glaube ich, zu eng. Der Schäball. Botanel, da muss er eigentlich rausrücken. Gut geblockt von Schwartal, Ikedi per Kopf, aber wir kriegen ihn wieder nicht weg. Ja, das ist brandgefährlich. War gut gelöst. Ikedi mit dem Pass in die Tiefe auf Chifchak. Der ist auf jeden Fall ein ständiger Unruheherd, viel auffälliger als Schitil bisher. Überleg gerade, ne, bei Ikedi geht es noch ein bisschen, warten wir noch ein bisschen ab. Gelbe Karte jetzt beim Gegner. Aufpassen auf die Konterchance, war super von Dongo. Hat der Gegner jetzt überhaupt nicht damit gerechnet. Der Pass ist super, Chifchak. Nein! Den muss er machen. Aber toller Pass. Ärgert es so, dass man nur dreimal wechseln kann. Ich hoffe, dass wir in die, wenn wir dann den Verein wechseln und in ein anderes Land wechseln oder so, dass das dann besser funktioniert. Dass das doch mit den fünf Wechseln auch wirklich klappt. Schöner Seitenwechsel, Votanel hat Platz. Muss aber abdrehen. Ich glaube, ich werde jetzt mal das geduldig Spielen reinpacken. Nur vielleicht noch ein bisschen dominanter sind, vielleicht eben den einen oder anderen Pass dann noch mehr spielen, bevor wir abschließen. Votanel macht es gut. Ikedi. Sip. Richtig gut gemacht von Ikedi, tolle Übersicht. Und jetzt die Ecke, Radim Breite. Nächste Ecke. Wir loben sie mal. Gut angekommen. So. Ich würde sagen, wir bringen jetzt für den schon etwas müden Ikedi den Jan Zetlak. Ich stelle den auf Ballerobernd verteidigen. Aufpassen jetzt. Havlik 66. mit der Ecke für Stare Mesto. Breite kann den Schuss nicht ganz verhindern und der hätte beinahe über Stanek ins Tor eingeschlagen. Sehr gefährliche Situation. So, jetzt sind wir schon knapp vor Ende. Da die beiden Stürmer Chifchak und Schitil müde sind, würde ich sagen, schieben wir den Votanel nach vorne und bringen den David Duris heute zu seinem Debüt. Dann loben wir sie nochmal. So, Maschek mit der Ecke. Boah, die war beinahe drin. Richtig gefährlich. Okorny passt gut auf. Sipatin, ganz wichtig. Und jetzt muss er Votanel spielen. Gelingt auch Votanel mit dem nächsten Superpass. Und Chifchak lässt die Chance auch liegen. Also, man muss auf jeden Fall lobend erwähnen, wie stark das Chifchak macht. Bongo klärt hier fürs Erste. Breite behauptet ihn sehr gut. Wie stark das Chifchak macht und sich Chancen heute rausspielt, das muss man wirklich lobenswert erwähnen. Aber was halt auch liegen lässt, ist leider, naja. So, der Gegner hat umgestellt auf ein 4-4-2-System. Das heißt, im Mittelfeld könnte es jetzt sein, dass wir vielleicht ein bisschen bessere Chancen haben, weil vorhin waren wir ja numerisch unterlegen. Boah, Zetlak, auch ein riskanter Pass.
Und der war nicht gut gespielt. Und das ist brandgefährlich, aber Stanek hat ihn. So, ich würde sagen, wir beginnen jetzt schon langsam mit der Defensive. Zeitspiel oft. Nach Ballverlust arbeiten wir zurück. Nach Ballgewinn werden wir nicht sofort in Konter stürmen, sondern eher ein bisschen Ruhe reinbringen. Stanek mit dem weiten Abschlag. Chief Jack. Es ist halt. Chief Jack. Ja, okay. Aber da musst du halt wirklich voll drauf gehen bei den Abschlägen, die Stanek macht, die halt so unpräzise sind. Dann musst du als Stürmer halt da sein und versuchen, dem Gegner dann auch zum Beispiel nicht die Zeit zu geben, dann hinten ruhig rauszuspielen. Vielleicht wäre es da echt eine Überlegung, mit pressenden Stürmer zu spielen. Vielleicht eben die zweite Stürmerrolle statt der hängenden Spitze. Aber ich finde die eigentlich ganz gut, weil sie eben das Mittelfeld mit den zwei sehr defensiven Zentralen ein bisschen besser mit der Offensive verbindet. So, Stanek ohne Probleme. Das sind jetzt die letzten Sekunden. Ich versuche sie nochmal zu loben. 15 Sekunden noch. Was macht Stanek? Einen weiten Abschlag. Gar nicht schlecht, aber Rotanel geht auch nicht ins Duell. Und das war's. Wir gewinnen das wichtige direkte Duell in einem tollen und spannenden Spiel. Duris nach seiner Einwechslung sehr, sehr blass geblieben. Ansonsten kann man sagen, von allen eine richtig gute Vorstellung. Da können wir richtig zufrieden sein. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, ein wichtiges Spiel, weil es dieses direkte Duell war. Damit rücken wir sogar auf Platz 6 vor. Jetzt haben mittlerweile alle Mannschaften gleich viele Spiele. Das heißt, das ist auch nicht schlecht. Sparta Prag hat sich ein bisschen warm geschossen. 6-1. Die sind unser nächster Gegner. Das wird sicher ein Spaß. Gut, jetzt wird gespeichert. Dann mache ich jetzt gleich mal die Abmoderation. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war ein sehr, sehr spannender Part. Ich bin sehr zufrieden mit dem Transfer und auch natürlich mit dem Spiel heute. Und jetzt im nächsten Part das große Top-Duell gegen Sparta Prag und dann noch das Duell mit Brünn. Gut, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.